So Leute, wir sind wieder bei Cavo Motor in Garching bei München und wir fahren heute die neue ZX10R. So, ich bin so gespannt. Ich bin noch nie eine 1000er Supersportler gefahren. Und wir fahren jetzt die neue ZX10R. Oh, steht ein bisschen arg nah da. Bin ich jetzt mal gespannt. Alter, schaut das geil aus. Na, jetzt starten wir mal. Gut, dann fahren wir mal los. So Leute, wir sitzen auf der neuen 2016er Kawasaki ZX10R. Kurz zum Motorrad, wir haben hier 200 PS, um die 111 Newtonmeter. Das Ding wiegt knappe 204 Kilo oder so. Und man muss jetzt schon sagen, dass die untenrum sich nicht so krass von der 600er unterscheidet. Ja, was haben wir auf dem Bike mal kurz? Wir haben hier ungefähr alles verbaut. Wir haben hier Traktionskontrolle, ABS, verschiedene Power-Modis. Die Traktionskontrolle ist verstellbar. Wir haben hier ein Öl ins Lenkungsdämpfer. Das Fahrwerk ist voll einstellbar. Wir haben hier volle Hütte auf dem Teil, also wirklich alles, was geht, ist auf dem Ding hier verbaut natürlich. So, jetzt mal zur Sitzposition auf der ZX10R, auf der neuen. Ich finde die am Anfang ehrlich gesagt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil bei meiner CBR hockt man halt so extrem mit dem Arsch nach oben. Das ist bei der jetzt nicht, also das ist da auch der Fall, allerdings nicht ganz so krass. In der Gixxer zum Beispiel hockt man viel mehr noch im Motorrad. Und hier ist das so, so die goldene Mitte, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das Polster ist ein G-Polster, aber schon sehr hart. Kniewinkel ist eigentlich auch für meine Größe, ich bin 1,88 groß, ist doch noch sehr entspannt oder ich sag mal echt okay für die Körpergröße. Klar wird es auf Dauer unangenehm werden, aber es ist wirklich vollstens in Ordnung. Sehr aktive Sitzposition, meiner Meinung nach. Man hat so viel Freiraum, man kann sich extrem gut und leicht auf dem Motorrad bewegen. Auch der Sitz ist nicht jetzt so irgendwie ekelhaftes Leder, wo man so bappen bleibt, sondern man kann hier nach links und nach rechts ohne großen Kraftaufwand super bequem rutschen. Das ist echt top. So, zu den Armaturen. Ja, also was mir eigentlich relativ gut gefällt, ist, wie das Ganze ausschaut, die Haptik und so. Es fühlt sich echt mega hochwertig an. Hier der linke Schalter ist so ein bisschen überfüllt mit Taster, ehrlich, also mit Schalter, muss ich ehrlich zugeben. Und ich war jetzt gerade im Menü und habe mir den Power-Modus und das Ganze eingestellt. Das fand ich jetzt ein bisschen umständlich, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass man da sich relativ schnell dran gewöhnt und unterm Fahren ist das, glaube ich, auch überhaupt nicht empfehlenswert. Man kann sich so viel anzeigen lassen, wenn man hier auf den Select-Button kann man dann durch Rundenzeit, ne, was hat die Maschine gelaufen, den Tripzähler, Batteriespannung, Verbrauch und alles Mögliche. Also man kann sich da wirklich viel anzeigen lassen. Hier unten steht dann noch
die Kühlflüssigkeitstemperatur und rechts hat man dann sein kleines Feld, da stehen die ganzen Modis. Ich bin jetzt im Full-Power-Modus und dann die Traktionskontrolle, ob es ABS an oder aus ist. Das ist eigentlich ganz gut. Dann hat man sein Drehzahlmesser, der bei der Maschine mit LEDs ist. Da finde ich das aber noch ganz gut, weil man kann es einfach ablesen und ohne dass man hinschaut, weiß man immer, wie ungefähr gerade sein Drehzahlbereich ist, weil ab 8000 Umdrehungen ändert es dann die Farbe. Die Hebel, naja, es passt noch gerade so von der Entfernung, dass ich hinkomme. Aber es könnte meines Erachtens ein bisschen näher sein, die Seilzugkupplung hier, den Hebel. Genauso wie den Bremshebel, aber der ist einstellbar. Aber das passt. Also, kommen wir mal wieder zum Motor der guten ZX-10R. Zur Vorgängerin, komplett überarbeitet worden. Das vergessen viele. Der hat zwar auch angegeben 200 PS. Diesmal hat er die aber, glaube ich, wirklich. Und er hat anscheinend noch viel, viel mehr Drehmoment von unten. Wobei ich jetzt das Motorrad fahre und mich frage, wie viel schlechter ging denn dann unten rum die alte oder die Vorgängerin wirklich nochmal um ein gut schlechter ging wie die, dann wäre das für mich für die normale Straße überhaupt kein Kaufgrund gewesen. Bei der, klar ist es fragwürdig, ob man sowas auf der Straße bewegen will, auf der öffentlichen, das frage ich mich wirklich, weil wenn die Leistung einsetzt, ist man jenseits von gut und böse, wirklich. Und unten rum ist halt wirklich mau. Da hatte die Z1000 SX um Welten mehr. Aber es ist immer wirklich, der zieht von unten rauf wirklich schön hoch und hat halt dann so ab 9, also wenn der Balken rot wird, dann legt der halt richtig, richtig nochmal, also dann explodiert der fast. Da gibt es kein Halten mehr. Was ich noch sagen möchte zum Motor ist, dass das Ansprechverhalten doch manchmal sehr ruckelig ist. Muss ich echt sagen, wobei ich glaube, wenn man auf der Landstraße unterwegs ist, sollte man echt lieber die Medium-Stufe wählen von Leistungsentfaltung. Ich glaube, dann ist das viel besser. Aber jetzt hier im vollen Modus ist das einfach teilweise ein bisschen arg gar, meines Erachtens. Das ist schon manchmal sehr wupp, wupp, seht ihr das? Das ist einfach hier. Das ist, finde ich manchmal, gerade wenn man mit Gefühl um die Kurve will, ist das manchmal so ein bisschen so, da ruckt sie dann gleich immer. Das, ja, der Klang vom Motor, der ist wieder halt so typisch Kawasaki-mäßig, so richtig rotzig, rauchig. Gerade den unteren Drehzahlen ist wirklich geil. Also soundtechnisch ist das Bike hier mit der Serienanlage, muss man dazu sagen, echt richtig weit vorn. Weil wir schon dabei sind, noch kurz zum Getriebe. Das Getriebe hat einen Schaltassistent, der nur nach oben funktioniert. Der Schaltautomat funktioniert wunderbar, also wirklich super gut. In jedem Drehzahlbereich, also wenn man schaut, ich gebe jetzt Gas, dritter Gang aus der Ortschaft, das war jetzt Quickshifter bei 3500, überhaupt kein Problem. Funktioniert wirklich super, wenn man natürlich jetzt ein bisschen mehr Gas gibt. Wunderbar, da fehlt sich absolut überhaupt nichts. So, zum Fahrwerk. Das Ding, ich kann dieses Motorrad nicht ausfahren, muss ich ehrlich zugeben, und ich kann es auch nicht an seine Grenzen bringen, das will ich nicht, das traue ich mich nicht, muss ich hier ehrlich gestehen. Ich kann euch nur meine Eindrücke wiedergeben, und zwar, man hat halt extrem viel Gefühl am Vorderrad, meines Erachtens. Was es ist, jetzt hier, ich glaube, das ist in der Serienkonfiguration und es ist einfach für die normale Landstraße, so wie wir es hier haben, das sehe ich immer als Durchschnittslandstraße mit Bodenwellen und sonst irgendwas, ist es einfach zu hart. Man müsste das einfach viel weicher stellen. Es ist voll in Ordnung,
Aber es ist, finde ich, ein Tick definitiv zu hart für die normale Landstraße. Aber durch das, dass das Fahrwerk hier voll einstellbar ist, ist es überhaupt kein Problem, das weicher zu stellen. Aber ich glaube, dass das hier ist gemacht für die Rennstrecke und man merkt es auch. Es fällt natürlich nicht so leicht in die Kurve wie jetzt meine 600er, das merkt man schon, oder wie andere Motorräder. Aber es ist trotzdem immer noch sehr leicht vom Handling, gerade in schnellen, langgezogenen Kurven, da pflügt das Ding durch, wie wenn es keinen Morgen gäbe. Also das ist wirklich brutal, wie stabil das da ist. Brutal, auch in engen Kurven wirklich schön beherrschbar, bloß da fehlt einem halt auch der Druck dann aus dem Keller. Auf jeden Fall haben wir da eine voll einstellbare Showa-Gabel mit diesen coolen Ausgleichsbehältern, die es auch in verschiedenen Farben gibt. Ich meine, dass es Ausgleichsbehälter sind, die ja so noch nie in ein Serienbike eingebaut wurde. Und ich finde, das schaut einfach mega gut aus. Je schneller man das Motorrad fährt oder auch das Fahrwerk, desto wohler fühlt sich das Motorrad, so kommt es mir vor. Und es ist so unglaublich transparent, dass man immer weiß, was das Motorrad macht und ob man jetzt noch einen Tick mehr geben kann oder nicht. Also das ist wirklich echt der Hammer, dass man so unglaublich viel Gefühl hat. Also wir schauen jetzt mal, wie der Wendekreis hier ist von der ZX-10R. Und der wird mit Sicherheit nicht so gut ausfallen. So, ein Ding so, oi, da jetzt, ja, es geht, aber es ist halt einfach super sportlermäßig. Leck mich am Arsch. So, hier ist erstaunlich gut beim Langsamfahren. Super gut. So, und wir kommen jetzt zur Optik. Juhu. Und zum kleinen Soundcheck. Und dazu halten wir wie immer an. So. Leerlauf. Babam. Stellen wir sie mal kurz ab. Meine ehrliche Meinung, ich finde es nicht das geilste 1000er aktuelle Supersportbike, aber ein richtig, richtig geiles. Also, nicht falsch verstehen, mir gefällt die mega gut, wirklich mega gut, um Welten besser wie die Vorgängerin, wirklich um Welten. Aber ich habe da noch einen anderen Favorit, den ich jetzt hier allerdings nicht sage, aber er hat zwei LED-Schlitze vorne, so viel sei gesagt. Aber ich finde, die kommt eigentlich relativ gleich danach, weil diese Front einfach mega aggressiv ausschaut und ich finde viel besser wie die Vorgängerin. Mir gefällt auch hier unten diese kleine Lippe echt gut. Also wirklich gut. Und halt mit dem Grün-Schwarz, die Lackierung, die ist halt einfach mega gelungen. Was ich auch geil finde, dass der Auspuff relativ klein ist für den ganzen Euro 4-Gedöns, der jetzt da kommt. Und was natürlich mega ist, und ich weiß nicht, ob ihr es schon seht, aber dieser Titankrümmer, der serienmäßig ist. Alter, da gibt mir schon wieder einer ab, wie geil das ist. Hier vorne, oh. Es schaut einfach alles mega stimmig aus, wirklich gelungen. Das Heck an sich ist auch mega tight, schaut richtig gut aus. Von mir kriegt es auf jeden Fall zwei Daumen nach oben, das Bike schaut mega stimmig aus. Und ja, jetzt gibt es noch einen kleinen Soundcheck für euch. Und schon allein das hier mit dem Lenkungsdämpfer schaut halt einfach alles mega gut aus. Auch sehr hochwertig verarbeitet, kann man echt sagen. Also, hört sich eigentlich echt gut an und beim Fahren ist die eigentlich auch echt laut. Hätte es eigentlich nicht gedacht, für das, dass es Euro 4 konform ist. In diesem Sinne. Und, boah, was ich gerade gesehen habe, mega, hier ein Winkelventil. Alter, ist das geil. Wieder echt, das ist richtig gut. So, dann fahren wir mal weiter, würde ich sagen. Boah, also die Bremsen sind übel. Leute, da kann man sagen, was man will. Die Bremsen sind der absolute Wahnsinn. Man hat super Gefühl in den Bremsen. Es fühlt sich am Anfang, finde ich, so ein bisschen teigig an. Aufs erste Mal. Aber wenn man öfter reinlangt, dann kriegt man ein Gefühl dafür.
und die Bremse ist wirklich gut. Das Motorrad wird halt beim Bremsen, es war gut, war jetzt auch bergab, aber man merkt, wie viel Kraft die Bremse oder wie gut die ist, weil das ist der Wahnsinn. Das sind übrigens Brembo M50 Bremsen, die da verbaut sind, vorne und hinten auch Brembo Bremsen. Ja, das ist Wahnsinn. Also die Bremsen sind der Wahnsinn, die können mehr wie ich, muss ich ehrlich zugeben. Das Motorrad kann mehr wie ich kann, das steht jetzt schon fest, besonders auch die Bremsen. So, ich möchte jetzt mal euch mein Fazit zu der neuen ZX-10R Baujahr 2016 sagen. Was man sagen kann, ist, die Motorleistung ist unvorstellbar krass. Obenrum, das ist nicht normal. Das ist das Brutalste, was ich je in meinem Leben gefahren bin. Das Fahrwerk ist unglaublich präzise und lässt unglaublich viel durch von der Straße. Man hat sehr, sehr viel Gefühl. Ist wirklich ein Traum. Die Bremsen sind ein absoluter Wahnsinn. Ich habe es mir nicht getraut, diese Bremsen an ihre Grenzen zu bringen. Die Elektronik funktioniert super auf dem Motorrad. Das ABS ist eigentlich gefühlt gar nicht vorhanden, obwohl es da ist. Man merkt es einfach nur, indem alles stabil und sicher bleibt und nichts blockiert. Das regelt so gut, dass man es eigentlich gar nicht merkt. Das ist unglaublich. Ansonsten die ganze restliche Elektronik, wie die Traktionskontrolle, die, klar merkt man sie ein bisschen, aber die regelt auch relativ sanft. Also das ist wirklich alles vom Feinsten. Da kann man jetzt sagen, was man will. Das ist wirklich krass. Wirklich krass. Die Sitzposition ist war für mich jetzt am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und mit der Zeit jetzt fühle ich mich total wohl auf dem Ding. Klar, mein Arsch tut jetzt schon weh. Das ist natürlich klar, dass das nicht für Langstrecken gebaut ist. Für mich ist das echt ein Rennstreckenmotorrad mit Straßenzulassung. Und vielen Dank an Carbon Motor in Garching bei München, dass die mich das Motorrad mal fahren haben lassen. Und das Motorrad hat mir gezeigt, wo meine Grenzen im Moment sind. Und ich bin froh, dass ich die Grenzen habe, ehrlich gesagt, gerade auf der normalen Straße. So Leute, ich bin mega geflasht von dem Teil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In diesem Sinne jetzt, Wiederschauen, reingehauen, bis zum nächsten Mal auf dem Wheelers Channel. Teilt das Video, liked und subscribt mich. Würde mich drüber sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach unten in die Beschreibung. Ich versuche es zu beantworten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus!